Und so wie gesagt, das ist nur ein Training. Man steht oben auf der Schanze, das Brett fest angeschnallt. Man schaut ins jubelnde Publikum, überall ist Schnee, das Herz klopft und los geht's. So Emotionen bekommt man normalerweise nur in den Skigebieten der Schweizer Berge mit. Anders am Weekend vom 26. Februar. Im Rahmen der MUBA Sport Days hat an diesem eiskalten Samstag auf dem Messeplatz ein Snowboard- und Freeski-Event stattgefunden. Nach der Quali am Nachmittag haben je 8 Freeskier und 8 Snowboarder sowie 4 Freeskierinnen und 4 Snowboarderinnen ihre Kunststücke auf der rund 40 Meter langen und 13 Meter hohen Rampe können im Publikum und der Jury vorführen. Und los ist gegangen. Aber halt, es hat doch keine 4 Snowboarderinnen. Also ich habe nur 3 gesehen. Wo bleibt die vierte? Tja, 4 Frauen hätten können mitmachen, aber leider haben sich nur 3 angemeldet. Und von den Freeskierinnen hat gar keine den Weg nach Basel gefunden. Ist also Freeskiing und Snowboarden doch ein Männersport? Das kann man nicht vergleichen, als Frauen- und Männer-Snowboarden. Hat sich in den letzten Jahren ziemlich verändert. Ist vor 5 Jahren noch so gewesen, aber jetzt sind Frauen recht im Kommen. Ich finde es schade, sie nicht mehr da. Das finden wir auch. Aber wie sehen das denn die Männer? Ich kann mich in der Fahne manchmal, nein, die gehören nicht aufs Brett. Und zum Teil wird wirklich einfach unterstützt, das ist cool. Ja. Das haben wir noch aus dem Mund von einem Mann hören. Also, wie ist das jetzt genau? Gehören Frauen auf die Schanze, ja oder nein? Ja, ist voll in Ordnung. Es wäre schön, wenn sie sich ein bisschen mehr würden sich getrauen, aber es gibt doch auch einige, die ein Zeug über den Kopf machen oder auch Spins, wenn sie es probieren. Ich meine, das ist immer das Wichtigste, dass man es probiert, oder? Wenn es dann nicht klappt, ist halt Pech gewesen. Hauptsache, man hat es probiert, denke ich. Probiert haben sie 3 Girls nicht nur. Nein. Sie haben richtig coole Sprünge gezeigt, genauso wie ihre männlichen Kollegen. Die Zuschauer haben auf jeden Fall ihren Spass gehabt. Und wie hat es den Boarder gefallen? Geil. Passt alles, stimmig. Super. Ja, ist doch geil. Die Chance finde ich ein klein, aber sonst ist doch geil. Aber es ist gut organisiert, die Jungs haben sich wirklich Mühe gegeben mit dem Kick. Von dem her ist alles okay. Doch. Das hören wir doch gerne. Und es war wirklich eine lässige Stimmung. Die Musik war cool, die Moderatoren haben das Publikum angeheizt. Die Fahrer aus der ganzen Schweiz, aus Holland und aus Liechtenstein haben ihr das Beste gegeben. Obwohl es ein Wettbewerb war und es eigentlich darum ging, wer gewinnt, ist eins im Vordergrund gestanden. Fun, fun, fun! Und natürlich coole Sprünge. Und zum Schluss nochmal ein paar Worte an die grosse, weite Männerwelt da draussen. Ja, manchmal so halt ein bisschen positiv auf Girls eingestellt sein, es auch mal mitnehmen, wenn irgendeine Session ist, das wäre cool. In dem Sinn, Frauen aufs Board.